Guten Tag. Willkommen zurück zu Diablo 2 Resurrected, den besten Diablo aller Zeiten. Es wird es immer bleiben, auch wenn ein Diablo 4 da ist. Auch dann ist Diablo 2 immer noch das beste Diablo, weil ich das sage. Das ist doch ein Argument, oder? Ja, wir suchen immer noch nach hier, ne? Nach diesem Spinn, nach dieser Spinnhöhle. Du brauchst Mana. Das ist ja krass. Ich kann nicht noch mehr tragen. Nein, ich kann nicht noch mehr tragen. Oh nein. Oh, Gold. Es kommen goldene Zeiten auf uns zu. So, lass uns mal kurz gucken. Ja, das große Baum. Da gehen wir noch nicht hin. Aber wir wissen zumindest, da ist das so. Oh, shit. Gehen wir nochmal hier kurz. Da ist aber das große Moor zumindest schon mal. So, dann machen wir hier zack. Immerhin, zumindest schon mal das, wissen wir. So, es kann natürlich sein, dass im großen Moor dann der Schinderwald kommt. Oder halt, wie hier noch eine Abbiegung haben. Wo der dann. Wo man dann in den Schinderwald kommt. Das kann alles passieren. Ich bin überladen. Aber was definitiv passiert ist, dass wir überladen sind. Ich hasse euch so sehr. Ich hasse dich vor allem ganz doll, weil du scheiße Damage machst. So, vielleicht haben wir hier einen tollen Dungeon, wo Spinnies drin sind. Ah, sieht nicht so danach aus, ne? Doch! Die Spinnhöhle, guck mal an, da haben wir sie. Die ist da. Dieser Vogel, ne? Dieser grüne Vogel, der verwirrt mich jedes Mal immer und immer wieder, weil das nämlich einfach nur Deko ist. Also das ist das ist kein Gegner. Ah, da fuckt mich richtig ab. Jedes Mal, wenn er da durch, oder, ne, nicht jedes Mal, aber oft, wenn er hier immer so durchflieht, dann denke ich so, oh shit, das ist irgendwie noch so ein Fliegevieh, aber das ist einfach nur ein Troll. So eine Gemeinheit, also ich würde mal sagen, wir orten uns erstmal zurück. Ich muss mal ein paar Identifikationsschrift rollen, damit das Buch hier mal ein bisschen leerer wird, damit man wieder welche aufsammeln kann. So. Und dann verkaufen wir unsere Waren bei ihm hier. Nee, lieber nicht. Nee, ich muss mir angewöhnen, dass wir da hochgehen. Weil wir dann nämlich auch gleich reparieren. Warum ist der so doof und kann nicht reparieren? Und jetzt können wir nämlich unser ganzes Geld, nämlich das, was ich auch vorher vergessen habe, in die Truhe packen. Und hier packen wir noch ein bisschen Zeug rein.
Die ganze Reihe auch. Dann geht es zurück. Da haben wir die Spinnhöhle. Achtung, Spinnies, ne? Eine Vorwarnung. Ich meine, die heißt auch offensichtlich Spinnhöhle. Ja, hier irgendwo ist eine Truhe, ne? Ich glaube, hier gibt es keine zwei Dinger, ne? Weil ich meine, hier ist auch nur Spinnhöhle und nicht Spinnhöhle Ebene 1. War ein ganz gutes Anzeichen, dass es hier keine weiteren Ebenen gibt. Aber man weiß ja nie, ne? Ah, guck mal. Das! Da muss halt aufpassen. Geht nicht einfach zur Truhe, bevor ihr nicht den Special-Gegner besiegt. Da ist doch immer einer. Ich kann nicht noch mehr tragen. Das ging schnell. Oh, das Auge natürlich muss mit. Das Auge muss mit. So gehört sich das. Voll klein, warum kann man nicht einfach so ein Vierer? Na komm, wie spielt Tetris? Mega, mal wieder richtig gut. So, jetzt müssen wir in Schinder Dungeon nach Kalims Gehirn. Ah, okay, wir müssen gar nicht in diese andere Gebiete reinsteigen, aber warum überhaupt nicht? Oh, weil vielleicht ich auch Scheiße erzählt habe und wir in das andere Gebiet müssen, um weiterzukommen. Ja, aber hoffen wir mal, dass der Map Generator so gnädig ist und die Maps hintereinander geschaltet hat und nicht irgendwie zwei verschiedene Wege uns eröffnet. Ich meine, wir können es ja, ne? So, und hier können wir es ja auch. Surprise! Einfach durch die Wand gekommen, Spinnies. Ich bin überladen. Oh, das war's. Ja, dann porteln wir hier nochmal. Und zwar natürlich Ding der Dinge, ne? Wäre wahrscheinlich besser gewesen, ohne dass wir Geld ausgegeben hätten, aber nö, habe ich jetzt gemacht. Wir porteln. So, Deckard Cain will wieder hier mit uns reden. Ah, Kalims Auge. Nur dieses Auge kann den wahren Weg zu Mephisto enthüllen. Legt es in den Horadrim-Würfel und fügt Kalims andere Relikte hinzu. Das Gehirn, das Herz und den Flegel.
Ja. Auge. Was mit dir? Also ich hab doch eigentlich immer. Bin ich doch immer zu dem gegangen, so, yo, Alter, reparieren, mach mal mit hier. Aber das hat er scheinbar nicht gemacht. Ja. Ich finde das echt skandalös. Oh, den kannst du auch haben. So, die packen wir alle in die Truhe. Ich hole dafür einen Mana-Trank. Wobei, nö. Wir können es ja, ne? Ja. Wir müssen jetzt in den Shinda-Dschungel eigentlich, ne? Das große Moor ist so komplett egal, aber würde ich gerne den Teleporter trotzdem haben. Aber Quest sagt halt Shinda-Dungeon, ne? Und Shinda-Dungeon ist halt im Shinda-Dschungel. Klingt halt schon ganz stark danach, ne? Aber vielleicht müssen wir ja trotzdem noch mal. Müssen wir noch mal da hin irgendwie in dem. In das Gebiet halt, ne? Hier ist gar nichts. Das Gute ist natürlich, ich kann mich ja auch über den Fluss immer teleportieren, ne? Natürlich geil mit Teleporten, ne? Aber Mana ist halt auch eine wichtige Ressource. Okay, schöner Dschungel. Dann wissen wir, wo der schöne Dschungel ist. Dann wissen wir, wo der Dingeswald ist. Das ist zumindest schon mal ganz gut, aber wir wissen auch, dass wir über ganz blöde Dinge Bescheid, nämlich dass die Sachen getrennt sind. Aber kein Problem. Wir gehen erstmal in diesen anderen. Da habe ich dieses Vieh wieder getrollt. Wir gehen erstmal in diesen anderen Bereich rein, würde ich sagen. Also erstmal in den. Lol, mein Ausdauer ist leer. Können ja noch
wertvolle Erfahrung ein bisschen holen. Moin! Der Mana-Trank, Schlüssel der Identifikation, der Mana-Trank und lass uns mal so. Jetzt hat die, der ist glaube ich tot. Oh! Ja, ist da das große Moab. Okay, das ist cool. Dann können wir ja mal gucken, ob wir dann. Wie gut wir das große Moab dann da erkunden. Dann gehen wir mal so ins große Moab rein. Ist ja gar nicht so doof. Da müssen wir aufpassen, dass so ein kleiner, dieser Igel Hentai Kraken drin. Ich mag die nicht. Geh du mal vor. Jo, Alter, der hat wieder hier richtig. Rabbit. Das ist ein geiler Dreizacke überhaupt. Okay. Wollen wir die mitnehmen? Nö, aber können wir gucken und testen. Drop mal kurz den Würfel, oh nein. Ah, fuck. Das ist ja gefährlich, den Würfel zu droppen. Scheiße. Nicht gedacht, dass dann plötzlich alles aus dem Würfel rausploppt. Das wusste ich nicht. Unmöglich. Unmöglich. Der Würfel ist leider voll. Können halt nichts machen.
Ja, dann. Gehen wir zurück, ne? Kennen wir ja schon, Heidegard. Seid gegrüßt. Oh, ich habe das Geld wieder nicht eingezahlt, ne? Nee. Na, ja, egal. PC bis 23. Lass mal kurz wir sind checken. Ja, ist halt besser. So, was macht denn der so? Wird er Schaden? 3-4 Schaden. 36 Angriffswert, Blitzwiderstand 5. Und der macht so. Erhöhte Angriffsgeschwindigkeit, erhöhter Schaden. So, wie sieht es denn aus? Ich muss noch kommen, weil es labert jetzt wieder viel. Danke, 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 danke. Nö, der ist doch besser. Oh, machen wir das so. Oh, der lebt nur noch. So, war das nicht auch ein Chinder-Dschungel? Ja, war ein Chinder-Dschungel, okay. Werden wir hier nichts Besonderes mehr finden. Ups, so, hopp. Außer natürlich den Wegpunkt. Das ist natürlich nice. Da, das ist ein Vieh. Müsste normalerweise hier oben aber auch gleich Ende sein, ne? Ja, sieht ganz danach aus. Nicht genug Mana. Nicht genug Mana. Kann ich nachhelfen? Ja, dann gucken wir mal in die andere Richtung, ne? Oh.
Immer noch nicht. Was dreist. Der. Ja, war das hart gedodged hat hier, meine komplette Nova. Oh nein! Oh. Okay, hier mache ich dann auch Schluss, aber jetzt natürlich das komplette Game wieder zu. Was da das für eine Kacke. Jetzt haben die Server mich komplett gekickt. Das ist natürlich Kacke, weil jetzt ist alles wieder zu. Jetzt muss ich alles wieder neu suchen. Das ist frustrierend. Aber gut, dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Und ich würde sagen, wir suchen dann einfach knallhart. Jetzt nach der, also wir besiegen die Gegner auf dem Weg, aber wenn wir dann den Shinda-Dschungel finden, dann gehen wir da rein, weil das ist, ich glaube, da wäre jetzt auch nicht mehr viel passiert. Das ist natürlich jetzt ärgerlich. Ja. Gut, dann bis zum nächsten Mal. Haut rein. Tschüss.